Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Skype hier mit dem Flash. Mit Centos, hallo. Hallo. Hallöchen. Hallo. Na. Aua. Aua. Ah. Wieder fast einen Monat her, wo wir zuletzt aufgenommen haben. Oh. Weil wir ja irgendwie immer übertreiben müssen. Stunden übertreiben, aber wir kriegen mittlerweile die Folgen super schnell raus. Ja. Zwei am Tag. Zwei ist Folgen schon am Tag, ja. Schon nicht echt ohne. Oh. Hat sich ein bisschen was getan. Hier da automatisiert. Ja, oh. Ich hatte deine Storage da weggenommen. Oh. Die hätte da bleiben sollen, ruhig. Der Case war voll. Das ist die ganze Zeit vorbeigeploppt. Achso, ja, dann müssen wir nachher noch eine Deep Storage weitermachen. Weil Deep Storage sind echt ganz gut hier. Deswegen habe ich das erstmal so gemacht. Das war ja egal. Die war ja eine ganze Zeit voll und hat ja ordentlich reingepackt. Ja, ich merk's gerade. 700.000. Oh, ein bisschen hier durchwandern. Automatisiert hier alles. Aber ja, gut, ist es nicht viel. Aber das, glaube ich, das hat man beim letzten Mal schon gesehen, das hier. Das hier? Das war, glaube ich, beim letzten Mal noch da. Ja, weiß ich nicht. Egal, dafür hatte ich ja automatisch Clay-Produktionen gemacht. Genau, die ist noch nicht dazu gekommen und eine automatische Compress. Wir schlagen Sand kaputt. Ja. Und die Kisten sind voll. Ja. Also die Kiste ist echt voll. Das Windrad hatten wir, das weiß ich. Weil das ist ja für das hier gewesen, extra. Das schon produziert. Auch in der Aufnahme schon? Mhm. Auch schon in der Aufnahme. In der Meinung nicht. Doch. Hab ich ja gemacht. Naja. Da kannst du nicht runter. Ne? Dann bleibst du hängen, nein. So, okay. Hier haben wir noch eine kleine Vorschau, was gleich uns erwarten wird. Hast du jetzt alle mit Wasser gemacht? Ja, ich hab guckt auch vorher von unten. Hä, warum ist denn da einer ohne Wasser? Er hat mich auch gewundert, warum hat er einen denn ohne Wasser gemacht? Ja, das habe ich auch nicht, weil ich meine, ich hatte alle, weil jeden, den ich mit Wasser befüllt, habe ich gleich wieder zugemacht. Ja. Also hier kommen noch Half-Slaps hin. Aua. Schneller. Nicht mal, gleich flieg ich da runter. Ich muss einfach eine Kartoffel naschen hier. Nö, kannst du doch gar nicht. Er hat das wenigstens zugemacht, vorher war das dann noch offen. Yo, wenn du einmal durchrennst, so klatsch, weg. Ja. Party, Tintenfisch-Party, yay! Mhm. Und hier sind die ganzen Wasserräder. Alle Wasserräder laufen gleichmäßig. Jo, das ist ja das Schöne dran. Jetzt laufen sie gleichmäßig, weil sie jetzt alle Strom verbrauchen. Und hier ist das kleine Sustilsystem, was gleich noch angeschlossen wird, weil ich ja Langeweile hatte. Hier sind nur so ein paar Rezepte, Zack. Wo es dann zusammengecraftet wird. Ab ins Pulverizer rein und dann gib ihm. Hier kommen die Sachen rein. Weiß gar nicht, ob Pulverizer eigentlich richtig ist. Ich hätte, glaube ich, einfach direkt eine Schmelze machen sollen. Das ist, glaube ich, einfacher. Das funktioniert doch gar nicht. Ja, ich dachte auch so beim letzten Mal. Hä? Und hier sind die Überreste. Witch. Da kommt noch hier nach am Ende noch was mit Witchwater. Das müssen wir auftrennen, aber das ist auch für Foamcraft und für Soul Sand. Ja. Für Soul Sand noch. Kommt auch noch was hin. Ja, apropos Foamcraft. Soundcraft wurde jetzt mit drauf gemacht. So wie Twilight Forest und die. Es funktioniert! Ich kann die Rezepte sehen! In der Aufnahme! Cool. Lol. Dann hat er das wahrscheinlich jetzt geladen. Jo. Nachdem du das andere gemacht hast. Ja, hier. Weil die Erze hier nicht generiert werden, hat Skate sich ausgedacht, dass man aus dem Schritt von Tinkers nämlich noch die Shards produzieren kann. Mit Stone Shard, mit Netherrack Shard, Obsidian Shard, mit Marine Shard, da muss ich halt mit Titania machen, Cactus Shard und so weiter. Das sind solche Dinge, wo wir echt noch ein bisschen dann kämpfen müssen jetzt. Das Twilight Portal habe ich auch erstmal schon mal provisorisch hingesetzt. Da wird später eh nochmal ordentlich was geändert dran. Gut, dass ich die Abkürzung weiß, wie man schnell hochkommt. Ich geh schon mal zum. Also ist das Twilight Falls. Ich gehe da noch nicht rein, weil ich hier noch einiges zu tun habe. Nee, ich werde da noch nicht reingehen. Also. Ich habe das halt nur generiert und rein. Ja. Welt geladen. Ich will da nicht rein. Weg. Die Welt geladen und dann noch was eingestellt, dass wir die Bosse halt nach und nach kennen müssen und nicht einfach nur durchhuschen. Nee. Dass man, wenn ich mit Schutzschildern dann gehindert wird, dass man da nicht reinkommt. Bevor man den und den Boss erledigt hat. Genau, das ist ja das Einfachste. Das ist auch richtig schön, so. Das Geld, das erklärt hat, noch ein Video. Ja, ist auch richtig so. So, und ich werde mich jetzt mal eben da um den Föhnis kümmern und ein bisschen kleine Kram. Wir haben ja den Fisch aufgestellt, zumindest ich.
Ihr seht ja die Bücherregale, die sind proppenvoller verzauberter Bücher. Das ist auch nicht ganz gut. Das ist so krank. Brauchen wir alles. Oh, jetzt ist die Frage, haben wir noch irgendwie Whetstone? Und der Fischer ist halt ausgestellt. Weil der Fischer es wieder übertrieben hat. Weil wir das erstmal automatisieren müssen. Das Ding ist halt noch voll. Die ganzen Bögen, die da sind, das ist so krank. Beziehungsweise es muss noch umgeändert werden ein bisschen. Ja. Dann hier die ganzen. Oh mein Gott. Was denn? Du musst erstmal niesen. Achso. Hier haben wir halt noch welche drin. Wo hab ich denn verdammt nochmal Whetstone noch? Also nicht. Haben wir das überhaupt noch? Ja, müssen wir. Ja, dann müssen haben. Kam ich auf die glorreiche Idee, mir Witchwater zu nehmen und anfangen Erde zu produzieren. Habe ich irgendwie 2,5-6 oder wie viel waren das? Ja, 2,5-6. Produziert. Und vielleicht hat hier eine Insel dann rausgebaut. Für die ja, nicht. Das war ich nicht. Die ist da einfach entstanden. Für die Zucht der Pilze, weil ich nämlich Pilze brauche. Botanier. Das wird heute nochmal ein schneller kleiner Kampf, sage ich mal. Ja. Ach, ich weiß so. Ja. Genau. So. Mein Gedächtnis kommt gleich zurück. Welches Gedächtnis? Das fragte ich mich gerade auch. Dann habe ich zwischendurch immer hier wieder angeschaltet, ausgemacht, angeschaltet. Ich habe hier nämlich nochmal ein bisschen vergrößert, die Lava-Produktion. So ein bisschen. So diese Aussage. Wir haben in einem Case 3768 Obsidian. Lol. In den anderen 600. Nochmal 3800. Was wir damit machen wollen. 500. Weiß ich nicht. Irgendwas kannst du schon damit machen. 4000. 4000. 957. 957. 4000. Obsidian. Gold, ey. 8000. Chest, Bacon. Obsidian Bricks. Ich mach den Scheiß jetzt mal aus. Das durch das Redstone, durch die Aktivierung nicht das so anfängt zu lenken. Na gut, Laser Assembly Table. Später machen wir das so anders. Wenn wir Assembly Table haben, so wie er gerade schon meint, machen wir uns die Gates fertig. Und können das so besser automatisieren. Weil die Gates sind weniger serverlastig, als wenn du ganze Zeit die ganzen Engines rumstehen hast und aktiviert hast. Die pumpen ja nur das wie im Club rein. Das müssen wir apropos in Life in the Woods auch noch machen. Ja, das kommt ja. Weil das ist auch ein größter Teil, dass es anfängt zu lenken. Ich habe die mal ausgemacht. Oh, da habe ich schon ein bisschen mehr FPS durchbekommen. Das ist kein Problem, das bekommt man hin. Ich bin jetzt gerade auch mal gucken, was man das alles machen kann damit. Ja gut, du brauchst Pulverized, brauchst du sowieso für Darksteel, für Hardened Glas. Darksteel. Ihr habt gesehen, hier ist schon viel Fleisch. Ich habe eine Zeit lang immer gezüchtet, gekillt. Hier die ganzen Hühner, hier sind drei Compress Chicken noch drin. Boah. Das Schlimme ist, es ist einfach übertrieben, was da unten am Material noch drin ist. 42.000 Eier. Die Frage ist, wie wollen wir das machen? Wollen wir das mit Ender-IO oder wollen wir das mit den Logistik-Pipes machen? Wir können zwei Systeme auch aufbauen. Können wir auch, weil wir können mit Logistik-Pipes automatisch Crafting machen. Das können wir zum Beispiel mit Ender-IO nicht wirklich machen. Relativ, ja. Oder schon. Aber das ist irgendwie so kompliziert, dass das mit Logistik-Pipes einfacher. Wir können ja sagen, okay, wir bauen ein Hauptsystem mit Logistik-Pipes auf und jeder, der noch was für sich machen will, macht das, wie er Bock hat. Weil ich eher mit Ender-IO drauf gehe. Logistik-Pipes kenne ich mich ja einigermaßen mit aus. Ich habe damit lange aber nichts mehr gemacht. Da wird sich einiges geändert haben. Deswegen, ja, ich kümmere mich mal darum. Das wird das schwerer gemacht haben, auf jeden Fall. Das heißt, wollen wir mal gucken. Mich mal Logistik. Logistik Cases MK1. Was brauche ich denn dafür? Basic. Na gut. Golden Chipset. Diamond Transport Pipe. Hast du jetzt schon wieder so richtig Bock? Sind die so geblieben oder weiß ich gar nicht? Kann ich dir auch nicht sagen. Zumindest die Karten sind, glaube ich, teurer geworden. Keine Ahnung. Ich sehe gerade,
Ich hab dafür kein Texturenpack drin. Oh mein Gott. Geht. Für Logistik-Pipes oder was? Ja. Google. Logistik. Logistik. Oh, ich hab ein Texturenpack drin. Pipes. Weiß gar nicht, woher es herkommt. Wo wollte ich jetzt hin? Achso, ich wollte Obsidian holen. Natürlich wieder falsch geschrieben, wie immer. Logistic Pipes, da. Wer muss das hier wieder übertreiben hier? Ja, sorry, dann lade ich das einfach mal kurz runter, Leute. Ist mir so scheißegal. Ich habe ordentliche Textur drin. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich meins. Ich glaube, von Feed the Beast kommt das noch alles. Okay. Ja, das kann sein. Ich habe diese Grund. Du kannst einfach alles reinklatschen, was er nicht braucht, braucht er nicht. Zeigt er leider auf Devil so nicht an, weil das 1.11 ist. Jetzt gibt es für 1.11 ein Texture Pack. Der zeigt halt die gesteckten Sachen richtig gesteckt an. Okay. Ist natürlich auch geil. Aber leider halt nur für 1.11, ne? Ah, okay, das ist natürlich auch nervig. Ja, aber mein Gott. Habe ich durch Spark gesehen. Schlimm ist es ja nicht. Wird man nicht von sterben. Aber wäre schon nicht schlecht, alles auch nicht gestackt zu sehen. Aber ich glaube mal ist schon so ganz in Ordnung. Oh, ich brauche endlich mal ordentliche GEMA-freie Musik. Sie nutzt ganze Zeit Copyright-Musik. Also nur Copyright-Dinger. Ist ja über das Internet laufen, dann passt das schon. Ja. Kann ich auch keinen ankacken. So, das ist für später, beziehungsweise ich könnte es. Ah, schließe ich jetzt schon an? Ich weiß es noch nicht. Na, sinnvoll wäre es, weil die Gates wichtig sind. Gate. Ja, die brauchen wir unbedingt. Base so. Gates. Oh, sieht ja. Weißt du, was wir brauchen? Jetzt. Soldering Station. Massenweise Redstone. Ich muss wieder reingucken. Was ist ein Logistic Pipe? Irgendein Block, der wieder nicht richtig angezeigt wird. Logistic das. Logistik. Das wird das Press-Table. Ohne passieren. Ach, dafür braucht man den Soldering Station, um den Logistic Request Table zu bauen. Okay. Ach so, deswegen. Na ja, gut. Ihr habt doch gesagt, ich habe da mal so einen zweiten Sieve gebaut, ne? Mhm. Aus Versehen. Gut, dass ich ihn gemacht habe. Weil so kann ich nämlich. Also. Logistik, das ist auch mal kaputt. Ich glaube, das war früher nicht, dass du extra eine Station für brauchst, um die zu craften. Das konntest du craften. Ja. Aber das ist schon mal anders geworden. Boah, das wird wieder was so reinfuchsen. Ja, ja. So. Dann mal kurz hier hoch. Okay, einige Sachen gehen hier nicht anzuklicken. Jetzt brauche ich noch schnell einen Hebel, dann kann das schon einfach nur laufen. Hm. Logistik Hard Places, ach ja, das ist ja die Brille, die du aufsetzen kannst und dann kannst du sehen, wo was ist. Ja. Ich weiß nicht, ob man das braucht unbedingt. Weiß nicht. Ist immer so, braucht man es nicht. Hab ich keinen Hebel mehr. Ich okay, Leute, da so ist wieder ein kleines Vorhaben dann. Ich glaube, ich werde mir ein kleines, wenn wir die Energie haben und halt die Ressourcen, ein kleines Logistik Pipe-System auf meiner Insel hinten bauen. Ja, da musst du dir selber Strom, weil ich kann. Ich weiß gar nicht, wie weit ich das übertragen kann. Ja, alles gut. Mach das schon. Obwohl, man könnte es mit High Voltage übertragen, und zwar einmal komplett außen rum. Mhm. Das würde ja funktionieren. Ja, die Frage ist halt, wie viel Energie braucht das Ding? Weiß ich nicht. Ja, gut, du könntest ja Voltage-Anlagen machen, ne? Es muss. Ich will das ja dahin bauen. Aber. Ich weiß nicht, ob da auch automatisch Transportdinge dazwischen gibt, dass du da das Sitzen haben kannst und dann verbinden kannst mit einem anderen Port. Keine Ahnung. Dass das vielleicht auch mit Energie halt geht. Wenn, dann verlege ich halt trotzdem die ganzen Pipes hier lang. Weil ich will die auch vorne dann haben, nicht nur da hinten. Dass man, wenn ich auch von da aus drauf zugreifen kann auf die Britannia-Sachen. Okay. Also richtig so.
Und halt nicht immer nur zur Insel hin muss. Wie gesagt, hier halt auch nochmal. Habe ich auch manchmal durchgeschlachtet. Hier haben wir 399 Schicken drin.